Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute mache ich mal wieder ein Gespräch mit zwei interessanten Leuten. Und das sind nicht irgendwelche Leute, sondern beide waren schon bei mir im Studio. Und beides sind spirituelle Lehrer. Das ist Edgar Hofer und Anzi. Grüß euch. Hallo. Hallo, namaste. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und wir haben vorher schon viel gelacht. Mal sehen, was jetzt so passiert. Denn ich habe keine Ahnung, was geschieht, worüber wir sprechen. Das ist immer das Tolle bei so Interviews, gerade wenn es um dieses Thema geht. Und auch ihr dürft gespannt sein. Das Ganze geschieht natürlich auf Mystica TV. Ja, willkommen nochmal. Ich würde mal sagen, Erleuchtung ist in der Haus, also es geht auch um Erleuchtung sicherlich. Freue mich, dass ihr da seid nochmal. Herzlich willkommen. Und was mich interessieren würde, ist einiges. Trotzdem will ich es total fließen lassen, das Gespräch. Aber was mir als erste Frage einfiel, ist folgende. Ihr beide habt ja eine gewisse Erleuchtungserfahrung gehabt, die sehr, sehr intensiv war. Habt ihr in dieser Zeit, kurz danach, jemand gehabt, der euch da begleitet oder durchführt, mit dem ihr darüber reden konntet? Oder ist es erst viel später passiert? Oder ist es ganz allein geschehen, dieser Prozess? Wer mag anfangen? Misst du mal, Edgar? Ja. Bei mir war da jemand da. Den habe ich aber direkt bei der Erfahrung selbst das kennengelernt. Mhm. Das war so richtig klassisch, wie man sagt, der Meister erscheint, wenn der Schüler reif ist, sozusagen. Also es war nicht jemand, dem ich vorher gefolgt wäre, sondern der ist zufällig unter Hochkammer, dann daneben gesessen, als es passiert ist. Und das war dann der, der mich quasi auf der anderen Seite als erster willkommen geheißen hat. War ein schöner Dialog gleich am Anfang. Nicht? Ich habe gesehen, der sieht und hat mitgekriegt, was da alles abgeht. Und ich habe dann zu ihm gesagt, do you know something? Auf Englisch alles, weil ich in Indien war. Und er sagt, no, do you know something? Und dann haben wir einfach Lachanfall auch gehabt. Und, und aus dem heraus ist dann eine Freundschaft entstanden, eine tiefe. Ein Franzose war das. Und er war am Anfang so wie er, väterlich, er war nicht so viel älter als ich, 5 Jahre vielleicht oder 10 Jahre älter. Und wie ein Freund, ein älterer, der mich so ein bisschen gecoacht hat, weil man wirklich wie ein Baby da neu ankommt und nichts mehr weiß, weil das ganze alte Wissen losgelassen wurde. Im Nichtwissen fängt man dann an sozusagen und das war hilfreich. Ja. War das sogar überlebensnotwendig? Nee, so drastisch würde ich es nicht sehen, weil letztlich wird man ohnehin vom Gott, vom Selbst geführt. Und bleibt sehr im Jetzt. Und ich hatte auch das Glück, dass ich da Auszeit hatte zu der Zeit und mir in Indien eigentlich da eh alles erlauben konnte, auch so zu sein, wie ich halt gerade bin. Aber es war eher wichtig, weil es so ein bisschen ein Wegweiser war. Also du konntest einfach über alles reden, über deine Erfahrungen und hattest jemand, der wusste, worum es geht. Ja gut, drüber reden habe ich gar nicht so gemacht. Das waren einfach eher so Tipps im Alltag. Man sitzt nebeneinander, ist mit Situationen direkt konfrontiert. Also wie bei einer Aufstellung, kann man sagen, im Leben. Und dann sitzt einer daneben, da kommt jemand, will was von dir und du weißt überhaupt nicht, was du jetzt machen sollst. Und dann kommt der Tipp, you don't have anything to do. Nicht, zum Beispiel, entspann dich so in die Richtung. Ne? Einfach wirklich im Leben direkt drinnen. So. Wie war es bei dir? Also ich weiß, wir wissen ja, es ging durch das Lesen eines Buches, ist was ausgelöst worden. Gab es danach einen Menschen, der dich begleitet hat oder der dann mit dir, mit dem du gearbeitet hast? Oder? So direkt nicht, nee. Es hat erstmal, glaube ich, ein Jahr oder zwei sogar gedauert, bis ich überhaupt in Kontakt kam mit jemandem, der auch aufgewacht ist. Das war Christian Meyer. Und mit denen habe ich mich dann unterhalten und mich gesehen gefühlt und sonst gab es da, also es gab so im klassischen Sinne keinen. Und er war jetzt auch nicht wesentlich, um gewisse Dinge zu vertiefen, aber er war jemand, mit dem du einfach darüber reden konntest oder wie würdest du es beschreiben? Weil es interessiert mich einfach diese Interaktion mit vielleicht anderen Erleuchteten. Wie wichtig ist das für den eigenen Prozess? Das ist so ein bisschen die Frage, die auch dahinter steckt. Wahrscheinlich bei jedem anders. Da war nichts, wo ich sage, okay, das war jetzt so total entscheidend. Also es war schön, einfach in Begegnung zu kommen mit Menschen, wo du siehst, der guckt dich das Gleiche an, wie
was hier guckt. Mhm. Mhm. Und man hat auch gemerkt, dass es eine andere Energie ist. Und dass ja, auch die Stille sich irgendwie so hochschaukeln kann. Mhm. Aber ich habe das nie so empfunden, dass es da jemanden gab, als in menschlicher Gestalt vor mir, der da irgendwas... Ja. Mhm. Also ich habe viel gelernt von Menschen generell, tue ich ja immer noch. Das glaube ich, ja, hört so. Ja nie auf wahrscheinlich. Ja. Aber dass mich jemand so begleitet hat irgendwie in diesem Prozess, das habe ich so nicht erlebt. Und dass ich das ein bisschen besser verstehen kann, wie gesagt, jeder Geschichte ist völlig individuell. Viele erwachen ja durch einen Lehrer oder begegnen dann einem Lehrer. Manche sagen, Lehrer ist unbedingt nötig, andere sagen nicht. Was ist so eure Erfahrung? Sind die meisten Menschen schon erwacht durch die Begleitung eines Lehrers? Wahrscheinlich, wenn man es an der Anzahl sieht, werden die meisten erwachen durch die Begleitung eines Lehrers, sehe ich schon so. Mhm. Bei mir war es schon so, zum Beispiel dieser Begleiter, den ich vorher beschrieben habe, das war nachher eher einer, der in Empfang genommen hat, eine Hebamme, ja, könnte man sagen. Ja. Aber direkt begleitet den Prozess hat er auch nicht. Also der ist auch ohne Lehrer geschehen. Mhm. Der war selbst ablaufender Prozess mit Gott, mit der Energie, mit Bewusstsein, in Bewusstsein. Aber ich denke schon, in dem Sinn habe ich ja dann schon meistens gesagt, Gott oder Existenz oder das Leben war mein Meister in dem Sinn. Auch wenn ich welche hatte, wenn ich Lehrer hatte. Sowohl an Yoga-Guruji und Osho bin ich gefolgt zu der Zeit. Aber dennoch ist es das Ganze. Aber ich glaube, die meisten erwachen eher direkt bei Lehrern. Mhm. Mhm. Ja, würde ich vom Gefühl her auch so sagen. Mhm. Ja, und ihr seid ja auch befreundet und ihr tauscht euch aus, auch mit ein paar anderen spirituellen Lehrern. Wir haben im Vorfeld schon festgestellt, das ist vielleicht sogar etwas Neues, ne? Dass heutzutage im Vergleich noch von vor 20 oder 30 Jahren, dass immer mehr auch spirituelle Lehrer bereit sind, miteinander, sagen wir mal, vielleicht ist es nur ein Feld, was entsteht, oder einfach nur sich auszutauschen. Wie empfindet ihr das? Was hat sich da wirklich was geändert? Vielleicht aus deiner Sicht, da du ja schon etwas länger auf dem Weg bist? Ich glaube schon. Mhm. Ich sehe das so richtig die letzten 20 Jahre, hat direkt miterlebt. Da war das schon, anfangs war vielmehr noch nicht direkte Konkurrenzsituation. Man kann sich ja nur erinnern, in die 70er, 80er, wie die ganzen indischen Gurus kommen sind. Es war eher gegeneinander, also miteinander, oder im besten Fall ignoriert man sich oder macht ein paar Witze über den anderen. Und das glaube ich schon, dass sich geändert hat, dass es in die Richtung geht, dass man sich mehr vernetzt. Aber es ist nicht so aus meiner Empfindung, dass man dann großartig über viel Spirituelles sprechen würde, also sich wirklich über die Erfahrungen austauschen kann, vorkommen auch, aber das sind eher, wie ich das erfahre, Freundschaften, die einfach auf einer Ebene geschehen, wo man quasi, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, auf gleicher Ebene oder auf Augenhöhe, man ist ja letztlich mit allen Menschen letztlich, auf Augenhöhe. Gute Kollegen, aber gute Kollegen, man hat so eine Sprache, jeder macht sein Ding. Ja, Ja, so wie Anse das vorher gesagt hat, dass man, wenn man wem in die Augen schaut, wo man weiß, da ist dasselbe mehr oder weniger und das wird auch ähnlich gesehen oder ja, da ist dann einfach in dieser Begegnung, aus dieser Begegnung heraus entsteht dann Freundschaft, rein menschliche Freundschaft einfach. Mhm. Und es ist aber scheinbar jetzt noch nicht so, dass daraus sofort sowas entsteht wie, lass uns auch gemeinsam die Welt spiritualisieren oder Dinge zu bewegen, oder kommt es schon auch vor, so Überlegungen? Na, ich habe ja regelmäßig Satsang mit einem anderen Lehrerkollegen. Das stimmt, ja. So, und Edgar und ich hatten auch schon online zusammen was gemacht. Das entsteht dann spontan und dann läuft es weiter oder nicht, also, aber da gibt es nicht... Wenn man erwacht, dann sieht man, dass alles in Ordnung ist. Und das ist ja auch das, was diese Arbeit in Anführungsstrichen so effektiv macht, ist, dass jeder Lehrer, jeder auch der Lehrer sieht, dass alles schon gut ist und deswegen überhaupt nicht gegen etwas arbeitet, sondern einfach nur immer zeigen will und deswegen auch nicht so diese Angst da ist, wie es ganz oft im Aktivismus ist, dass, oh mein Gott,
es wird, die Welt geht unter und jetzt müssen wir schnell alle, wir müssen alle zusammen irgendwas machen, weil sonst, und diese ganze Panik dahinter erzeugt meistens genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich machen möchte, was man eigentlich erzielen möchte. Und das ist halt nicht da, so, und alles ist gut und trotzdem wird natürlich gesehen, ja, wo es Missstände gibt und manchmal fühlt sich das Herz inspiriert, was zu sagen, was zu tun, manchmal nicht. Aber das ist alles nicht, das wird alles, das ist quasi vorherbestimmt. So. Ich sag dann manchmal, es ist schon vorherbestimmt, wie das Essen schmecken wird. So, du kannst es aussuchen, ob du es nimmst, ob du es nicht nimmst, ob du es kaust, ob du es runterschluckst, ob du es ausschluckst. Aber der Geschmack ist schon da. So, und so ist auch der Herzensweg, der ist schon da. Und wir tunen uns einfach ein. So, die Entscheidung steht schon fest, was das Richtige für jeden ist und für uns. Und wir tunen uns einfach ein und folgen dem, was richtig ist. So optimal und so feinjustierter, wie es geht. Manchmal gelingt es uns gut, manchmal gelingt es uns weniger gut, aber es ist, ich habe nicht den Eindruck, es wird Edgar wahrscheinlich ähnlich sehen, oder auch nicht, doch okay. Ich empfinde es so, dass das, was ich hier machen muss, ist schon festgelegt. Meine Aufgabe als Mensch ist es, nur dieser Spur so gut wie es geht zu folgen. Und dieser Spur so gut wie es geht zu folgen, bedeutet für mich, nichts zu tun, was meinen Frieden stört. Das ist natürlich eine allgemein schöne Regel fürs Leben auch, oder? Ja. Klingt gut, ja. Ja, ich sehe es genauso. Ja. Es ist tiefer Frieden mit dem, was ist. Mhm. Ja? Das, was ist, ist das, was wirklich ist. Alles andere sind Ideale, sind Gedanken, wie es anders sein könnte, woraus Reibung entsteht, Widerstand entsteht, woraus viel Leid entsteht, aus diesem Wunsch, es sollte irgendwas anders sein, als es ist. Ja? Das heißt nicht, dass man alles gutheißen muss, wie es gerade ist, aber dennoch ist tiefer Frieden damit da. Ja. Einfach weil es ist, weil es das ist, was ist. Weil es ein Ausdruck des Selbstes ist oder von Gott oder wie immer man das nennen möchte. Und dem folgt man. Man folgt diesem Flow sozusagen, wie er ist, wie er sich easy entwickelt, wo das Innen und das Außen zusammenkommt in der Unterstützung, das, was selber daraus will und wie das Leben darauf reagiert. Und das ist das, was dann friedvoll ist. Ja, jetzt schauen bestimmt viele Leute zu, denken, boah, toll, das hätte ich auch gern. Und dann sagen sie als nächstes, aber unsere Welt sieht doch ganz anders aus. Manche befürchten einen dritten Weltkrieg, dass das Finanzsystem zusammenbricht, dass die Umwelt zusammenbricht. Und die können das gar nicht glauben, was ihr sagt. Was kann man da entgegnen? Ja, wir sind da gar nicht so sehr im Widerspruch damit. Nee. Das ist ja das Ding. Dass alles, was gesehen wird, sehen wir auch. Aber wir sehen nochmal eine andere Dimension der Wirklichkeit. Ich sag gerne, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, stell dir vor, du bist in einer 2D-Welt und erwachst in einer 3D-Welt. Die 2D-Welt ist genauso geblieben, aber es kam eine neue Dimension hinzu. So, und wenn das Selbst erwacht zu sich selbst, dann siehst du dich selbst als eine Dimension, die von all dem nicht berührt wird. Und die viel realer ist, als das, was wir unter Realität verstehen. Und deswegen gibt es keine Sorge darüber, wie sich die Welt entwickeln wird, weil sie wird sich sowieso oder so richtig entwickeln. Und es wird so oder so nicht so sein, dass unser Selbst zerstörbar ist. So, das heißt, es gibt eine Bevorzugung. Ja? Ich bevorzuge, dass die immer mehr Menschen erwachen und dass wir immer mehr Frieden und mehr Liebe in die Welt bringen, dass alles harmonischer wird, dass es keinen Hunger mehr gibt, dass freie Energie existiert, dass alles, dass wir einander einfach immer familiärer und immer schöner behandeln, kollektiv, auf der ganzen Welt. So, das ist mein Wunsch, das ist das, was ich bevorzuge. Aber gleichzeitig gibt es auch keinen Zweifel daran, dass falls das in eine genau andere Richtung läuft, dass das nicht richtig ist. Oder dass das irgendwie, dass es irgendwas daran ändern kann, was wir sind.
Und das ist immer im Frieden. Das ist immer frei. Mhm. Ganz egal, wie sich die Dinge entwickeln. Klassisches Beispiel ist da auch, dass man so sagen kann, die Welt wie einen Film begreifen. Mhm. Ja. Und wir schauen aber nicht nur auf den Film oder sind mit der Leinwand oder im Film drin oder sind mit den Figuren, die in dem Film spielen, identifiziert, was man ja bei einem guten Film auch macht, ist ja spannend und soll auch so sein. Aber wir sehen auch die Leinwand und wir sehen den Projektor und wir sehen das Licht, was hinscheint. Und das ist wirklicher als der Film. Ja, und wir sehen uns selbst, wir sehen auch den, der den Film wahrnimmt. Der ist überhaupt das Wirklichste an dem Ganzen. Mhm. Und an dem ändert sich nichts, welchen Film er wahrnimmt. Ja, der ist grundsätzlich reines Bewusstsein. Und wie der Film innerlich ausschaut, ob das jetzt ein Drama ist, eine Tragödie, eine Komödie, das ist letztlich austauschbar. Das ist die eine Seite, ja, wo man dann sagen muss, ja, der Film ist jetzt gerade eine Katastrophe zum Beispiel. Wobei das ist auch die Frage, ob es wirklich ist. Weil was wir auch sehen, ist dieses gute Ende, auf was auch Andi hingewiesen hat, dass egal welches Drama spielt, mhm. eigentlich geht es dann am Ende in eine gute Richtung. Und selbst wenn das Finanzsystem zusammenbricht, dann soll es zusammenbrechen, weil danach was Besseres kommt zum Beispiel. Was auch immer das ist, das kann man vorher schon vermuten oder Konzepte haben, die besser sind. Oder auch kann es notwendig sein, dass wirklich die Ordnung in ein Chaos zerfällt und aus dem Chaos heraus eine höhere Ordnung entsteht, die man dann noch nicht kennt. Das kann alles sein, wie aus einem Quantenfeld, mehr oder weniger. Aber es ist gut, es ist immer gut und es wird nie, nie, nie enden. Weder wir, noch alles, was ist. Ja. Ne? Also das pure Sein, die Wahrheit selbst, wird nie enden und damit kann man sich verbinden. Richtig. Ja, wir sind das. Wir sind das. Wir sind das. Und wir bauen ja so Brücken in dem Gespräch, finde ich, zwischen der Welt des Erleuchtenden, aber auch zwischen dem Normalsuchenden, der vielleicht denkt, boah, ich glaube, ich bin überfordert, jetzt schon Erleuchtung zu finden, aber ich will auch etwas mehr in diesen Frieden, in diesen Bewusstseinszustand kommen. Ich will mehr das verstehen. Jetzt auch nochmal die Frage, die ich zum Teil schon im Einzelgespräch gestellt habe. Was hilft den Menschen, da mehr hinzukommen? Ich weiß, es ist schwer, pauschal zu antworten, habe ich von dir schon erfahren, weil es für jeden Menschen ja was anderes ist. Aber vielleicht fallen euch trotzdem Antworten ein, die helfen. Ich meine, wir helfen können viele Methoden. Ja? Das muss nicht nur Spiritualität sein und muss nicht nur Erwachen sein. Das kann dann auch Therapie sein, das kann Meditation sein. Es gibt viele Methoden und ich will jetzt gar keine rausgreifen, weil jeder Mensch muss seine finden, die er mitschwingt. Ein guter Parameter kann die Freude sein. Mhm. Ja? Das, was unmittelbar Freude bringt, ohne dass es irgendein Ziel hat. Ja, also nicht nur Freude bringt, mit der Bedingung ein Ziel zu erreichen, sondern an sich Freude bringt. Ja, und ob es Tanzen ist, Qigong oder sonst was, Malen, ja, Beschäftigung mit sich selbst, all das kann was bringen. Und da will ich keins rausgreifen. Aber das Höchste ist dennoch, dass man wirklich, wirklich, wirklich aus dem rauskommt, ist das, was am meisten Trost spendet, ist Erwachen, ist Gott, ist Bewusstsein, ist zu sehen, dass es nur ein Film ist, dass es nicht real ist. Dass es schon real ist, mehr real geht nicht, aber dennoch nicht so ganz real, wie die meisten glauben. Mhm. Ja. Es ist nur eine Momentaufnahme. Und gleichzeitig kann man wieder für jemand anders sagen, dass nichts hilft und Gott sei Dank hilft nichts, weil schon die Annahme, dass irgendjemandem geholfen werden muss, voraussetzt, dass du glaubst, jemand zu sein, der du gar nicht bist. Ja. Nämlich ein getrenntes Ich, das Hilfe braucht bei irgendetwas. Kann man überhaupt nochmal pauschal versuchen zu beschreiben, was ein erleuchteter Zustand bedeutet für den Nicht-Erleuchteten? Ja, ist die Antwort. Bitte beschreibt doch mal. Ich kann euch da auch ergänzen oder widersprechen. Ich bin jetzt voll gespannt. Nee, es ist vieles. Man kann auf gewisse Sachen von so vielen verschiedenen Positionen gucken und sich dadurch ergänzen und auch widersprechen. Und oft ist es so, dass das, was für uns eine Ergänzung ist, für wenn einer ein Widerspruch ist und umgekehrt. Das kann passieren. Für uns ist alles und nichts dasselbe. Für jemanden, der das nicht erfahren hat, der begreift nicht, wie soll alles und nichts dasselbe sein. Mhm. Ja.
Drum, ich neige auch dazu, was Ansi jetzt vorher gesagt hat, dass man eigentlich gar keine Hilfe braucht. Ja, weil alles gleichzeitig ja schon immer perfekt ist, immer Gott ist, unzerstörbares Selbst ist. Das schwingt da immer mit. Ne? Aber jetzt direkt zu unterscheiden, was ist der Unterschied vom Zustand her? Die Essenz ist die gleiche. Ja, in der Essenz ist kein Unterschied zwischen erleuchtet oder hochkomma unerleuchtet. Für mich gibt es unerleuchtet nicht. Mhm. Das gibt es gar nicht. Für mich ist der Kosmos erleuchtet, für mich ist Gott erleuchtet, das eine Bewusstsein erleuchtet. Der einzige Unterschied ist, dass ich weiß, dass ich das bin. Aber, und wer anderer weiß vielleicht nicht, aber er ist es ja trotzdem. Mhm. Also macht es in der Essenz keinen Unterschied, ob er es weiß oder nicht weiß. Es würde mehr Frieden geben, natürlich, als zu wissen. Es wird dann Frieden erfahren, es wird alles Mögliche erfahren, was aus, und da hat Ansi schon öfter was geschrieben, wo ich gelesen habe, dass er das recht gut auch beschreibt, darum kann er da dann gleich übernehmen. Weil es wirklich das größte Geschenk ist, was man überhaupt bekommen kann. Ja. Und da ist jede Beschreibung eigentlich eine Limitierung. Mhm. Es ist viel mehr als das, was man in den schönsten Worten beschreiben könnte. Mhm. Das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Das ist es schon. Ja? Aber in der Essenz ist da kein Unterschied. Ja? Es zu erfahren ist aber dennoch, macht dann trotzdem einen Unterschied aus. Mhm. Ja? Also der Suchende spürt ja schon, worum es geht, aber auch er kann es ja noch weniger in Worte fassen. Ja, und selbst jedes in Worte fassen erzeugt Vorstellungen, die aber dann oft davor gestellt sind und dadurch im Weg sind. Genau, wir haben vorhin schon gesagt, das ist wie der Finger, der auf die Wahrheit deutet, und jetzt fangen viele an, den Finger anzubeten und vergessen, dass er auch nur dahin deutet, dann gibt es einen ganz anderen Finger. Oder man will diese eine Vorstellung, man hat jetzt gehört, ewige Liebe und Friede und Unsterblichkeit und Ewigkeit und all das, und dann blickt man sich eins raus und sagt, und das will ich. Das möchte ich auch. Ja, das bekommt man, aber das ist nur ein kleiner Teil, das ist der kleinste. Ja, und das, was ich auch in dem Kontext auch gerne sage, ist, dass es hat noch nie irgendjemand auf diesem inneren Weg gegeben, der aufgewacht ist und danach gesagt hat, es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Genau. So. Es ist egal, wie lange sich jemand damit beschäftigt, egal, wie viele Bücher er gelesen hat, egal, mit wie vielen Lehrern er gesprochen hat, egal, mit wie vielen Meistern er zusammen und wie viele Jahre gesessen hat, wenn es dann dir selbst in Anführungsstrichen passiert, es ist immer überwältigend und sehr viel schöner als alles, was man überhaupt darüber sagen kann. Und egal, was man beschreibt, es ist immer nur ein Aspekt, und die Gefahr ist immer dabei, auch Gefahr in Anführungsstrichen, dass eben das genau ablenkt von dem, was hier ist. Ja. So. Weil ich eine Beschreibung habe, denke ich, ja, da muss ich folgen. Ich habe gerade so die Inspiration gehabt, dass meistens ist es ja so, dass wir irgendein Wort nehmen als eine Hülle und dann, so wie Erleuchtung zum Beispiel, und dann nehmen wir diese Hülle und füllen die jetzt mit Bedeutung. Ja, wie so ein Stamm, von einer Blume, ja, dieser Stiel, und dann versuchen wir dem so Blätter anzuhängen. Aber eigentlich müsste es so sein, dass wenn wir sagen, Erleuchtung ist Zoom. Punkt. So. Ja? So. Aber dann auch wirklich stehen bleiben. Aber der Moderator will ja wieder eine Frage stellen. oder einflechten, auch die Koans sind ja so ähnlich, ne? Die auch so völlig, wo der Verstand plötzlich. Ja, es geht um diesen Tilt, aufhört. Es geht um diese Stille, um dieses Stoppen des Verstandes. Das ist da, was da passiert dann. Und das passiert als Gnade, aus meiner Sicht.
Und alles andere ist dann, sind dann Konzepte, die man dann daraus macht. So wie, ich wollte nur anfügen, zum Erleuchtung ist, ist das Gleiche wie beim Satz Ich bin. Ja. Ja? Nicht Ich bin Arzt, ich bin Ärztin, ich bin dieses und jenes, ich bin Vater, ich bin Mutter, diese ganzen Identifikationen, ich bin Mensch, ich bin Gott, kann man sich auch identifizieren damit, ich bin das Nichts. Das sind letztlich schon, das stimmt zwar schon, jeder Teil stimmt gleichzeitig, aber das Eigentliche ist, ich bin. Ja, ja, es hat schon was damit, sein. Ja, damit zu tun, auch mit diesem, wo er gesagt wird, manche Religionen sagen, mach dir überhaupt kein Bild von Gott und da kommst du ihm am nähersten. Ne? Mhm. Oder wie wir jetzt festgestellt haben, okay, eine Definition von Erleuchtung ist schon mal für jeden Einzelnen, dass es etwas ist, was du dir sowieso nicht vorstellen kannst. Ja. Damit ist aber nur gesagt, was es nicht ist. Das stimmt. Ja. Und das ist auch das Einzige, was man sagen kann. Mhm. Man kann Vorstellungen zerstören. Mhm. Und dann kann ein Tilt passieren. Ja. Oder wo ein Tilt passieren Tilt kann. Tilt heißt? Tilt, stopp. Öffnung. Nee, ich definiere Tilt, das ist ein Ausdruck von Flipperspielen. Ah, okay. Da hat es früher Flipper gegeben, diese Geräte. Ah, doch, und da ist eine Kugel so hin und her gegangen, ja, diese alten Flipper. Und Tilt hat geheißen, wenn man stark mit der Maschine gespielt hat, also angestoßen hat, um die Kugel zu beeinflussen, da hat sie dann irgendwann einen Tilt ausgelöst und das hat bedeutet, dass die Knöpfe, dass nichts mehr reagiert hat. Du hast dann die Knöpfe drücken können, wie du willst. Diese Hebel, die dann die Kugel hochschießen, sind, haben nicht mehr reagiert. Es ist, die Verbindung ist gekappt. Und das passiert beim Verstand, wenn er Tilt ist, ist Tilt. Da ist aus, Ende Gelände sozusagen, es geht nichts mehr. Der Verstand kapituliert. Absolut. Und schaltet sich ab im Prinzip. Er fährt runter. Ja. Aber Bewusstsein bleibt übrig. Ja. Und das ist dann das Überraschende für Bewusstsein, dass vorher mit dem Verstand identifiziert war und glaubt, der ist der Denker, die Denkerin und der Verstand. Nee, du bist auch jenseits des Verstandes. Ja, du bist auch ohne Denken sozusagen. Und das passiert zum Beispiel auch, wenn du Paradoxien hörst. Wenn irgendwas Paradoxes geschieht, dass plötzlich zwei Wahrheiten gleichzeitig als wahr erscheinen. Ja, also ja und nein haben wir in unserem Gespräch öfter gehabt als beides. Antwort. Ja. Und wenn beides, das sowohl als auch, kann der Verstand nicht. Der ist auf entweder oder programmiert. Mhm. Wenn er das beides gleichzeitig, was er nicht vereinen kann, da kann er nur Tilt machen. Das ist die Kunst der spirituellen Lehrer. Da trotzdem Worte zu finden, die irgendwo... Nee, das normalerweise ist, jede Lehre ist eigentlich, da sind Worte ein Eingang in den Verstand. Und die spirituelle Lehre ist ein Ausgang. Und an irgendeinem Punkt, Tilt, an irgendeinem Punkt muss dieses Weiterdenken und weiter assoziieren und weiter das muss aufhören. Mhm. Und da offenbart sich alles. Und da offenbart sich alles. Mhm. Da ist die Chance da, dass sich alles offenbart. Wie beim Einschlafen. Mhm. Jetzt kenne ich das im Kleinen schon. Aber im Großen ist es dann die Erleuchtung. Also im Kleinen sage ich mal, ich erlebe es aber schon, ich hatte hier auch ein Gespräch, plötzlich kein Verstand mehr da. Aber es hält halt nicht an. Ja, es hält nicht an, kannst du so gar nicht sagen. Mhm. Also das ist ein Eindruck zwar, aber ja, es ist so, der Verstand, du gehst gerne raus, aber der rausgeht, ist auch der Verstand und dann geht er wieder rein. Genau. So, aber dieses Rein-Raus, es wird ja auch wahrgenommen von einer Aufmerksamkeit, die jenseits von diesem Rein-Raus-Spiel ist. Die ist immer da. Ja. Die ist immer da. Ja. Auch wenn Verstand da ist, wenn, egal was da ist. Es ist nur leichter zu sehen, wenn du aus dem Verstand draußen bist. Deswegen hat auch nachher niemand ein Problem mit dem Denken, weil sonst müsstest du ja für immer aufhören zu denken, um erleuchtet zu bleiben. Mhm. Aber was gesehen wird, ist, dass du bist dem Denker immer übergeordnet. Und der Denker, der ist gar nicht real. Und die Lücken können dienen als Tor dorthin. Das wenn man eben nicht zurückkommt, sondern das dann als Tor nimmt, da kann man quasi abbiegen. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Methoden, wie man diese Lücken vergrößern kann, wie man sich darin...
die Stille zu lieben zwischen den Worten oder sowas in der Richtung zum Beispiel, fand ich ganz schön mal. Ja, aber auch bis zu einem gewissen Punkt und dann jenseits gehen. Es wird auch jede Methode zum Hindernis, weil solange es nur Methode bleibt. Weil jede Methode auch wieder voraussetzt. Ja. Sagst du, da ist immer dieser Glaube, der ist so hartnäckig. Ja. Dieser Glaube, dass die Methode jetzt stimmt. Nein, oder der Glaube, dass du bist. Ja. Ja. Und wenn du bist, dann musst du irgendwas machen, damit irgendwas passiert. Mhm. Und es wird eigentlich immer alles hinterfragt. Also die Methoden werden hinterfragt, die Lehre werden hinterfragt, die Lehrer werden hinterfragt. Schon passiert. Alles wird hinterfragt, außer derjenige, der hinterfragt. Ja, ja. Aber den soll ich hinterfragen. In gewisser Weise. Sollen nicht einmal, sollen es auch passiert. Nicht, ja. Es, aber passiert. Das ist der dann geht. Mhm. Mhm. Der dann in dieser Stille nicht mehr zurückkommt, weil die Stille das Eigentliche, das Tor zum Eigentlichen ist. Mhm. Und das ist wie ein Abbiegen, wenn man will, aus der Zweidimensionalität in die Dreidimensionale, oder in dem Fall kann man es dann sehen, aus der Vierdimensionalen in die Fünf. Man geht jenseits davon, wirklich jenseits. Cool. Sind heute mehr Menschen erwacht als noch vor 30, 40, 50, 100 Jahren? Kann das überhaupt irgendjemand beantworten, so eine Frage? Mathematisch könnte man es beantworten, dass man sagt, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ach so, weil es einfach mehr Menschen sind. Genau. Ja, das kann man sagen. Ne? Aber prozentuell, ob es mehr sind. Weiß man nicht. Das auch. Kann man nicht sagen. Haben nicht gezählt. Wobei ja auf gewisser Ebene erwacht immer dasselbe. Mhm. Also das kannst nur du erwachen. Ja, gewissermaßen. Ist auch das schon ein Missverständnis? Mhm. Was genau? Naja, dass. Dass die Menschen erwachen. Und dann kannst du die zählen quasi. Mhm. Aber die Menschen. Sozusagen, nicht der Mensch erwacht, nicht du erwachst, sondern die Erwachtheit erwacht. Ja. Das, was du wirklich bist, erwacht zu sich selbst. Und das gibt es nur einmal. Mhm. Das hat keine Quantität. Das ist ein Wesen. Also ihr seid ja zum Beispiel, wir alle sind ein Wesen. Wir sind alle ein Wesen, ja. Absolut. Im tatsächlichen Sinne. Im tatsächlichen Sinne. Mhm. Tatsächlichen Sinne. Und sind aber trotzdem verschiedene Körper mit verschiedenen Gefühlen. Ja, aber sobald wir uns darauf einigen, haben wir uns schon getrennt. Darauf. Worauf einigen? Dass egal auf was. Aber in dem Fall auf. Auch wenn wir uns nicht, auch wenn wir uns nicht einigen, haben wir uns getrennt. Weil, um sich zu einigen oder einander. Brauchst denn du? Ja. Da, ich muss einen Standpunkt einbeziehen. Ich merke schon, das ist ein einziges Chor an dieses Gespräch. Ja. Ist cool. Ja. Ich muss irgendeinen Standpunkt fixieren, ich muss mich darauf reduzieren, ich muss mich darauf limitieren. Und in dem Augenblick, wo ich einen Standpunkt für die Wahrheit halte, ob einer, der sich einigt oder einer, der sich uneinig ist, spielt aber keine Rolle. Sobald ich irgendeinen, selbst den ich gerade sage, wenn ich dem glaube, was ich gerade sage, vergesse ich, dass ich nicht dieser Standpunkt bin. Mhm. Keiner von denen. Warum? Weil keiner von denen immer hier ist. Cool. Und beim Erwachen geht es darum, die Aufmerksamkeit zu schärfen für das, was immer hier ist. Und nicht für das, was entsteht oder vergeht. Nicht für das, was passiert. Sondern das, was sich durchzieht durch jeden Augenblick. Zustimmung? Immer. In dem Fall schon, ja. Sehr, sehr schön. Ja, im Grunde ist das schon ein schönes, rundes Gespräch. Ich finde, das ist das Wesentliche. Man kann da gar nicht so viel drum herum reden, merke ich.
Und bevor ich mit banalen Fragen weitermache, sage ich einfach Danke. Und Leute, denkt mal drüber nach, schaut euch es nochmal an. Ich werde es mir auch noch ein paar Mal anschauen. Danke euch, ihr Lieben. Danke, Anzi. Danke, Edgar. Dankeschön. Alles Gute. Gerne. Alles Liebe. Alles Liebe euch. Namaste.